So, liebe Freunde, willkommen zurück. Wir hatten ein Control-Deck und ein Aggro-Deck. Jetzt zeigen wir noch ein Midrange-Deck. Und das ist diesmal auch wieder grün, aber halt grün gemischt mit rot. Damit wir die ganzen Drachen noch reinkriegen. Und so quasi diesen Midrange-Aspekt, dass wir dicke Kreaturen haben. So, kein grünes Mana ist natürlich doof. Okay. Das ist in Ordnung. An. Okay, ganz auf 6 runter. Die sind eigentlich nur dafür da, um zu rampen. Ja, wenn alles gut läuft, können wir in der nächsten Runde. Nein. Der hat den Treasure Token geopfert, anstatt den zu tappen einfach. Wir hätten sonst nächste Runde Goldspan Dragon spielen können. Alter, macht mich das gerade aggressiv. Wir hätten diese Runde mit dem Ghostman Dragon angreifen können. Und eine 1-1. Oder 1-2. Und jetzt hat der nächste Runde wahrscheinlich die Vipers Zero. Ah, aber. So. Okay. Wir probieren mal den. Macht, kostet nämlich einfach gar keinen Mana, weil ich die quasi tappen kann für einen Mana und die dann noch einen Treasure Token macht. So. Wenn er jetzt hat, zahl 1 extra, dann wäre ich echt so. Weißt du, weil ich das Treasure Token geopfert habe. Wenn ich auf Autopay drücke, ich dachte so, ja, dann mach halt Auto, dann muss ich da nicht hin und her klicken. Dann opfert der einfach den Treasure. Gar nicht geil. Auch ein guter Draw, nicht. Ich mache mal hauen trotzdem noch für 5 zu, aber das wird der jetzt gleich regeln können. Gehe ich mal von aus. Oder kommen wir uns dann einfach weg. Jetzt gleich. Okay. Ich mag da wahrscheinlich. Oh, den tötet er. Okay, ist nicht weiter schlimm. Haben wir ja zum Glück noch eine. Oh, das lässt er verfallen. Interessant. Na dann. Deck für 3. Noch so ein Boy. Und Land. Land, das sogar attacken kann nächste Runde. Ist die, wie viel ist das? Die dritte.
Okay. Okay. Jetzt muss unser Board clearen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oder er macht, genau, Epiphany. Ist auch möglich. Trotzdem baut er noch irgendwas. Das ist der vierte, der hat echt alle vier Iterations gespielt. Smoldering Egg. Field of Ruin ist mies. Und ich mach das jetzt. Komm schon. Was brauchst du so lange? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das darfst jetzt autopayen. Kommt, Zahl 1 extra. Ding! Obwohl, Zahl 1 extra kann ich ja sogar noch. Dann töte ich ihn halt nur einfach nicht. Negate. Alter. Tja. Wer hätte es gedacht? Vier Expressive Iterations gewinne das Spiel. Weil der ist aber auch richtig durchgespeckt gegen Creatures. Der hat quasi voll auf Removal drauf. Und dann Negate. Das ist irgendwie ganz komisch, wie was der spielt. Ich meine, läuft halt jetzt gut. Für ihn. Also darf ich mich nicht lustig machen darüber. Sonst die Sonne leider nicht anzugreifen. Wir haben 4-4 Flieger. Ist die Frage, was hat er da? Okay. Das ist gut für uns, dass er es jetzt macht. Dann können wir nämlich nächste Runde Lair of the Hydra groß machen. Make Lair of the Hydra great again. Ach Alter, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ah, das war dumm, ich hätte blocken sollen mit dem Moonveil Regent. Aber wenn er jetzt zwei Spells spielt, tötet er meinen Regent einfach. Oder tötet einfach mit einem Spell. Ja, das haben wir verloren. Ja, da war der Block. Der Block wäre gut gewesen. Da habe ich mir zu wenig Zeit genommen. Und nicht genug drüber nachgedacht. Aber das hätte eh keinen Unterschied gemacht. Weil dann wäre unser Drache tot gewesen. Und unsere Hydra wäre dann halt gedemboltet worden. Und dann hätten uns
Entweder die Vögel oder eins von seinen drei Ländern, die zu einer 7-7 werden können. Richtig auseinandergenommen. Wenn das ein ungetapptes Land wäre, wäre die Hand so gut. Wir hoffen einfach, dass wir ein ungetapptes Land ziehen. Wir gehen auf Max explosiven Start, ja, perfekt. Das ist Turn 3 Chariot. Also der remove den jetzt, aber mit grün oder grün-rot, okay. Oh, Jack da ist, okay. Oh. Wenn wir ein ungetapptes Land ziehen, können wir nächste Runde. Ja, wir können auch so nächste Runde den Goldspan Dragon spielen. Wenn wir ein ungetapptes Land ziehen, können wir nächste Runde Ranger Class plus Goldspan Dragon spielen. Und wenn er Magda removed, können wir gar nichts davon. Ja, greif halt an. Ist okay für mich. Ich nehme zwei. Ranger Class, okay. So. So kann das Deck nämlich abgehen. Das war Runde 3. Runde 3, 5 Mana und 2 Mana Spell gespielt. Ja, von mir aus das zu blocken. Uff. Da hat er schon den zweiten Drachen kommen sehen. Wir hätten diese Runde alles machen können. Das Deck, oder das Game hat sich gut angefühlt, muss ich so sagen. Die Hand kann potenziell zu langsam sein, aber sie ist sehr potent. Shambling Ghast, okay. Falls sich schon mal jemand gewundert hat, warum wir hier blaue Länder drin haben, ist, wir haben auch Negates in unserem Deck. Einfach als Midrange-Möglichkeit zu sagen, okay, wir sind jetzt auf dem Board vorne, du kannst nur noch durch den Board-Wipe quasi gewinnen. Und dann halt das Negator, mit dem Negator die Antwort drauf zu haben.
Einer wird geblockt, der andere kommt durch. Counterspell oder was? Okay, dafür muss er aber beide seine Token opfern. Okay, probieren wir es weiter. Okay. Memory Deluge. Lolf. Lolf, also Spider Queen. Okay. Zwei. Aren't I the generous one? Ich muss leider mit allem Mann sie angreifen. Weil sonst kann er blocken. Oh, you'll fall into my web again. Könnte trotzdem schlimmer sein. What is he doing? Ja, okay. Ich glaube, ich verteile die. Ne. So, das ist halt. Das ist schlechter, wenn er einen Removal Spell hat. Aber besser, wenn er keinen hat. Und er hat einen. Moment. Der opfert den jetzt was. Um Karten zu ziehen. Ja, okay. So, ein, zwei Länder würde ich gerne noch ziehen. Das wäre super.
Okay. Ich wollte sagen, als ob die jetzt noch ein Negate hat. Das würde mich nämlich echt ärgern. Da hat gerade unser ganzes Board leer geräumt. Und jetzt haben wir schon wieder drei Token und ein Chariot. Das ist okay. Okay. Das Sigil. Es war nicht klug, den zu. Okay, den zu kopieren, aber es hat sich geändert. Es war nicht klug, den gleichen zu. Mit dem Trigger vom Chariot zu targeten, wie mit dem plus 1 ist 1 Marken. Ich hätte auch einfach einen nicht angreifenden targeten können. Weil wenn er den jetzt umgebracht hätte in Response darauf, hätte ich weder die plus 1 ist 1 Marken gekriegt, noch die Kopie. Okay. So, wir können eigentlich auch das Long Game ganz gut spielen, weil wir jetzt einfach Kreaturen vom Top of our Library spielen können. Ja, das ist natürlich ungünstig. Subservience will be rewarded. Oh, Planeswalker, okay. So, oh, guck mal. Kein Counterspell, please. I would appreciate it. Was machst du, Boy? Ah, okay. A pity our time is over. Wir können zwar im Mid-Game noch mithalten, aber gegen ein Late-Game-Deck ist halt sehr schwierig. Ah, Negate bringt uns gar nichts.
Please no kill. No kill the kitty cat. Kitty cat chariot. Brauche jetzt nochmal Mass Removal und den muss er auch diese Runde haben. Bei nächste Runde hätten wir das Negate dafür. Aber ich glaube, der hat, durfte sich jetzt gerade die obersten 7 Karten angucken. Der hat Mass Removal, wenn ich das einschätzen dürfte. Man greift erstmal an. Ja, er hat Mass Removal. Ah, Menace. Frage ist, ob er den jetzt zünden will, ja. Der spielt aber auch so langsam. Oh mein Gott. Ja gut, damit haben wir verloren. All das, damit der Scheiß so lange dauert, ja. So, ein Game machen wir noch diese Runde. Diese Folge. Haben wir schon 2 verloren? Ja, haben wir schon. Oh, 1-2. Ah. Aber das erste habe ich geworfen. Das erste Game. Und das zweite, was wir jetzt verloren haben, war echt bitter. Alter, komm schon, Deck. Uff. Könnte trotzdem Turn 3 Chariot sein. Wenn wir noch ein Land ziehen. Oh, hat mit der Haste-Kreatur nicht angegriffen. Nett. Ja, der ist richtig gut. Der gibt uns den Chariot eine Runde früher und hilft uns gegen das Agro-Deck, indem er Life gained. Oder halt jetzt ein Removal-Spell frisst, was ich für noch wahrscheinlicher halte, ja. Doppel-Jubilee. Warum greifen die nicht an? Will der mich trollen oder was? Oder ich übersehe ich halt irgendeinen Grund, warum die nicht angreifen sollten? Ich glaube nicht. Okay. Bugcatcher. Was ist das für ein Block? Check ich nicht. Okay, ich helfe dir mal ein bisschen, indem ich mir 3 Schaden mache. Ja, von mir aus.
Du darfst gerne eine 2-2 spielen. Ja. Und jetzt haben wir 2 Removal Spells offen. Also, ich wundere mich die ganze Zeit, warum nichts passiert. Ja, von mir aus. Das ist dann soweit GG. Dann ziehen wir jetzt noch eine extra Karte. Take Action. Ja. Oh. Ungetapptes Land, ungetapptes Land. Okay, sorry, das ist einfach nur noch gemein. Tut mir voll leid für den armen Mann, der einfach nur ein mit 2 Lands hat und einfach nur ganz in Ruhe seine Goblins spielen wollte. Jetzt aber halt auf die Fresse kriegt. Das tut mir wirklich ein bisschen leid. Jo. Aber auch nur ein bisschen. So. Waiting for Server. Boah, ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, hier die Folge zu beenden. Nee, wir machen die Folge noch weiter, weil wenn wir nächste Folge anfangen und dann direkt das erste Spiel verlieren, dann ist der Run auch direkt vorbei. Also das ist halt so, ja. Dementsprechend machen wir das mal nicht. Wir spielen jetzt einfach nur weiter. Oh, der kommt ungetappt rein. Macht keinen Unterschied. Doch, es macht einen Unterschied. Ich hätte für 1 angreifen können und einen Burn-Spell offen haben können. Das kann davon, wenn man einfach neue Decks aufhebt und sagt, oh doch, ich kann das schon spielen. Wenn er jetzt eine 3-3 spielt. Okay, eine 1-1. Das ist in Ordnung. Nächste Runde kommen wir mit Goldspan Dragon vorbei. Und haben dann noch Negate oder Dragon's Fire offen. Wir brauchen es gar nicht offen. Immer. Choose the dragon you control. Okay, okay. Autopay. Hä? So, ah, okay. Jetzt auswählen. Und jetzt. So. Ich hätte fast meinen eigenen Drachen gerade umgeholzt. Ja, da kommt er nicht mehr raus. Da bin ich ziemlich sicher. Vor allem nicht mit einer Ranger-Class. Das reicht nicht.
Oh. Das ist so fies. Das ist so fies. Dass er einfach zwei Mana macht. Zwei Mana macht, wenn er getargetet wird. Da hat man auf jeden Fall mal gesehen, was das Deck kann. Einfach die Power von vom Goldspan Dragon ist auch unnormal krass. Nee. Das ist keine Hand, die man keepen kann. Das ist schon eher auch nicht die allerschönste. So. Shambling Gast. Achso. Nächste Runde. Ich war schon wieder einen Schritt voraus. Gegen das Deck ist Dragonfire meistens nicht so gut. Ich spiele ganz viele kleine, entbehrliche Kreaturen. Next turn. Oh. Wir sollen mal aufhören, mir auf den Sack zu gehen, ey. Echt mal. Ja. Mulligan to 6 und dann 2 Karten discarden. 3 Karten discarden. Frisst den Schatten. Beide auf 19. Würde man nicht viel bringen. Dreckiges Discard-Deck. Wir haben einfach nur 3 Mana. Das Gute ist, wir haben keine Karten mehr in der Hand, jetzt kann uns auch nichts mehr discarden lassen. Halt kurz am Überlegen, einen Treasure Token zu machen, aber ich schätze das Deck so ein, als hätte das kein Mass Removal. Ja, vielleicht doch. Keine Ahnung. Wir müssen aber jetzt aggressiv sein, weil wir nichts mehr auf der Hand haben. Okay. Vielleicht doch kein Mass Removal. Ist ordentlich am Struggeln, der Boy. Search more Witch. Okay. I accept. Komm schon. Irgendwas, was mir hilft. Hey, ja. Das hilft nicht wirklich. Achso, das kostet grünes Mana. Ja. Dann würde ich sagen, ab die Post.
Double Block. Fine for me. Uff. And here we go. Boy, here I go attacking again. Ja, von mir aus. Gain du mal dein läppisches Life da hinten. Oh, der ist gut. This boy is very good. He's a good blocker. Good game has been called. Wenn er nichts hat, ist er tot. Der hat eh irgendeinen Spell. Oh. Vielleicht auch nicht. Ach, okay. Nice. Das ist echt hier Zähneknirschen, wenn jedes Spiel das letzte sein könnte. Was dann aber doch nicht ist. Was aber sein könnte. Was aber doch nicht ist. Oh, schon bei 4 Wins. Jetzt bin ich bei 2 zu 1 gestartet, ich weiß es schon gar nicht mehr. Nicht die allerbeste Hand. Aber nicht die allerschlechteste. Ja, der wäre gut gewesen. Runde 1. Ja, nächste Runde können wir Moonveil spielen, wenn Magda überlebt. Ja. Oh, Magda überlebt nicht. Das ist doof. Wir spielen jetzt gleich den Goldspan Dragon mit Negate ab. Das ist der Plan. Okay. Nice. Dann. Wie gehen wir das mal?
Attack. Und Jessica's Chariot. Okay. Could have been worse. Jetzt kommt Mars Removal. Dann kommt Moonveil Regent. Und Crew. Oder macht es doch mehr Sinn, den zweiten Cherry zu spielen? Oh, never mind. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, jetzt den Regent zu spielen. Theoretisch aber ja. Zwei. Ja. Ich kann damit Probleme. Mann, ist voll auf die Fresse. Der hatte letzte Runde kein Mass Removal, vielleicht hat er diese Runde auch kein Mass Removal. Ja, das sieht nochmal so aus. Ist aber nicht ganz so schlimm. Oh, okay. Oder auch nicht. Ach, ich habe vergessen, Token zu machen am Ende. Mach's mal so. Den Regent. Interesting. Spielen wir den Regent mal nicht nochmal. Weil er braucht jetzt halt Mass Removal, um aus dieser Situation rauszukommen. Alter, fuckt er mich ab mit dem Ding. Good game. Und der Run hört einfach nicht auf. Der Run hört einfach nicht auf. Also ich finde es gut. Aber ich will auch irgendwann ins Bettchen. Aber ich habe gesagt, die Folge machen wir noch. Es sind auch maximal noch 2 Spiele. Wenn wir beide noch gewinnen, sind wir bei 7 Siege. Bei 7 Siegen. Über 7 Siege musst du gehen. Keep, I guess.
Dreimal Ranger Class. Ranger Class ist very stark, aber ist es stark enough gegen Mono White? Das ist auch eine richtig gute Karte gegen Mono White. Okay. Weiße Fortell-Karten. Kein Plan. Wolltest du wohl blocken? Blocken ist nicht, mein Freund. Blocken ist Cheating. Elite Spellbinder, ja. Do you like what you see? I guess not. Das machen wir, spiele ich jetzt einfach den Moonveil Regent. Ja, von mir aus. Nice. Strong. Na, fangen wir mal an, extra Karten zu ziehen. Nice. Rotes Mana, tapp mal den. Schön mit dem Boy. Zieh noch eine extra Karte. Oh, geil. Gain in Life. Der kriegt Haste. Ab die Post. Das war mein Kombo-Turn. Ja. Sieht sehr gut aus. Duska, okay, von mir aus. Ach, ich habe kein grünes Mana. Warum hat denn der zwei grüne Mana dafür bezahlt? Alter. Nice Autotapper. Hat er wahrscheinlich zwei rote offen gehalten für das Ding hier. Toll. Weil ich das unbedingt für null spielen will. Kann ich das für vier Mana? Kann ich das für zwei Mana spielen? Wahrscheinlich nicht. Ja, will ich auch gar nicht. Dann, let me do this. So. 3 plus 1 ist 1, mag mir der Angriff. Jo. Leckere 7-7.
Boots. Ja, ich hab nix. I'm empty. Minak. Das bringt ja auch nicht viel. Ach, jetzt will ich den Tracker sagen, so, das hätte ich nicht gemacht. Eins. Das ist meine Frage jetzt. Greife ich mit einer. 1, 2, 3, 4 mit einer. Ja, machen wir. Achso. 1, 2, 3. Oh, 2, 7, 7 an. Okay, letztes Game. So oder so. Hätte ich ehrlich gesagt nach dem Start nicht erwartet. Aber man muss einfach nur explosive Starts haben. Und dann funktioniert das doch. Ah, der kann schon ordentlich reinhauen. Keep, aber mit einem Auge zugedrückt. So, meine Frage ist jetzt, wenn er eine 3-3 spielt, Bluff attacken wir dann einmal da rein, damit wir danach Chariot spielen können? Okay für mich. Ich spiele nächste Runde den Goldspam. Oder doch Essica's Chariot? Ne, wir spielen Chariot. Ja, weiß nicht, ob das die klügste, der klügste Move war. No attacks. Achso, ja, klar, no attacks. Ich hätte ja coolen können. So. Ah, interesting. Ja. Ich würde sagen, ob die passt. Von mir aus traden wir. Der hat mir 3-2-2 gemacht, ja. Schon ein 4-4er Drachen. Blizzard Brawl? Ne, Blizzard Brawl würde noch nichts bringen, weil der keine 3 Snow Permanence hat. Dafür müsste er erst noch ein Land spielen, aber das kann er ja auch. Höchstwahrscheinlich kann er das. Dürfen die das? Jetzt würde Blizzard Brawl was bringen.
funktioniert nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Ich stelle es einfach ein, damit schießen kann. Warte mal. Ich mach das rotes Mann, das macht rotes Mann, okay. Und Goldspin Ring. Chariot. Oh, Chariot, Chariot Lady. Do you crew? Yes, you do. How do you crew? Ooh. Ja, dann sagen wir mal, wir verteilen 4 Damage. Ist da 4, reicht leider nicht ganz, aber 2 auf dich, 2 auf dich, 2 auf dich, 2 auf dich, habe ich gesagt, und ob die passt. Hauptsache die 7 Siege noch geholt. Geil. Das hat auf jeden Fall dann doch noch einen nice Bock gemacht. Ja, ja, okay. Ja. Locker mal eben die 7 Siege geholt. Okay, ja, das ist doch mal ein Abschluss. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Für die paar Folgen Magic, ich werde jetzt erstmal ein neues Spiel spielen und dann schalten wir vielleicht nochmal ein paar Folgen Magic dazwischen, wenn es neue Decks gibt oder ich neue Decks gebaut habe. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das nochmal zwischendrin durchzuschieben, nochmal Blast from the Past. Wir haben ja ganz, ganz viele Magic-Folgen schon und ja, das werden auch nicht die letzten sein, die kommen werden. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!